Es ist ja schon tragisch, wenn man heute eine Zeitung aufschlägt oder sich irgendwelche Nachrichten zu Gemüte führt, wenn man sieht, was aus diesem gewaltigen Geschehen, dessen wir ja auch heute gedenken, dass nämlich der Jesus am Kreuz von Golgatha unsere Sünde bezahlt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er eine vollkommene Erlösung geschaffen hat, was man hier draus macht. Ich möchte gar nicht eingehen auf Ostereier, Osterhasen, Osterfeuer. Inzwischen schmücken sie Osterbrunnen. Also es gibt fast nichts, was man nicht macht. Sondern ich möchte wirklich auf das Evangelium eingehen und die ganze Heilige Schrift, ich möchte es mal so sagen, man sagt ja in der Welt, alle Wege führen nach Rom. So führen alle Wege der Heiligen Schrift, alle Straßen, alle Hinweise, systematisch verdichtet sich an einer einzigen zentralen Stelle, als der Jesus dieses große, vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha dargebracht hat, er vergießt sein Blut. Und dann kommt der entscheidende Punkt, die Hölle, der Teufel, das Totenreich, können die nicht halten. Er steht auf aus den Toten und geht zurück, indem er die Himmel durchschreitet bis ins innerste Heiligtum und legt dieses kostbare und teure Blut auf den Sühnedeckel und damit ist die Erlösung vollzogen. Und der Beweis ist, dass er auferstanden ist. Wenn der Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir verloren. Wenn er wirklich keine Sünde hatte, persönlich, und wirklich unsere Sünde bezahlt hat, dann musste er auferstehen und er ist der Einzige, der wahrhaftiglich im Vollsinn des Wortes auferstanden ist. Auferweckt wurde viele, auch in der Schrift, man sieht es immer wieder, wo auch Leute wieder zum Leben kamen. Aber er, der Herr selber, ist der Einzige, der hier auferstanden ist. Und ich möchte jetzt auf das eingehen, was an diesem Tag geschehen ist. Wir können uns das ja nicht vorstellen. Dieser Tag der Errettung, dieser Tag der Erlösung, dass er dann tagelang im Totenreich war, dann auferstanden ist, aber der entscheidende Kampf hat sich woanders abgespielt. Ich lese uns den ganzen Psalm 22. Psalm 22 sind die geistlichen Leiden Jesu Christi am Kreuz. Dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auch dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe. Und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan, umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf. Wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgeringt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel.
so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakob, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen. Und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann, ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Der Psalm ist so etwas, man kann es sich nicht vorstellen. Im Psalm 49, Vers 8 sagt die Bibel, kein Mensch kann den anderen erlösen. Und wenn man jetzt die Bibel ganz nüchtern sachlich betrachtet, dann kommt man auf 1. Korinther 1, Vers 23, wo die Bibel hier unsere Aussage macht, die überliest man gerne, aber es ist etwas Ungeheuers. Er sagt hier, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen, also den Intellektuellen, eine Torheit. Das heißt, das Evangelium ist eine Torheit, dass Gott der Vater und der Sohn in ihrem Ratschluss der Ewigkeiten beschlossen haben, eine Person, die beim Vater im Himmel in einer Lichtswelt war, wo es keine Zeit gibt, wo nur Herrlichkeit ist, keine Sünde ist, dass dieser herrliche Sohn Gottes, der als Geheimnis vom Vater geboren wurde, wo es gar keine Zeit gibt, dass dieser Sohn die Himmel verlässt, Mensch wird wie wir, in der Dreck der Sünde geht und dann hingeht und uns erlöst auf eine schreckliche Art, auf eine Art, von der die Bibel sagt, sie ist furchtbar, sie ist schrecklich. Man sieht das in Jesaja 53, da sieht man, was im Körper Jesu geschah. Man sieht in Psalm 22, was im Geist Jesu geschah. Und man sieht in Psalm 69, was in der Seele Jesu geschah. Es war so schrecklich, dass es unbeschreiblich ist. Aber jetzt sagt die Bibel etwas ganz Gewaltiges in Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünden willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Katakrima, das Wort kann auch bedeuten Verdammte. Also man muss hier das nüchtern sehen. Weil es niemand tun konnte, tut es Gott auf eine Art und Weise, die bei den Menschen Spott erregt. Wisst ihr, bei den Menschen erregst du Spott. Man muss einfach den Menschen klar machen, es gibt etwas, das ihr nicht versteht. Es gibt etwas, von dem habt ihr keine Ahnung. Aber genau das wird euren Kopf aus der Schlinge ziehen, dass ihr nicht in die Hölle fahrt. Ich muss dazu sagen, immer wenn du sagst, du hast zwei Auto, kommt da ein Verdacht auf. Gestern hat mich wieder jemand angesprochen, ob ich jetzt aufgestiegen sei, indem ich BMW oder was fahre. Dann habe ich gesagt, nee, ich fahre immer noch zwei 18 Jahre alte VWs. Gell? Also von daher. Aber ich habe auf das Autochen von meiner Frau, habe ich hinter immer einen großen Spruch drauf gehabt. Jesus, deine einzige Chance. Und auf dem Auto, das ich im Geschäft dann auch benutzt hatte, hatte ich eher einen kleinen, also so ein Fisch drauf mit drauf. Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Aber irgendwann ist mir klar geworden, auch wegen der Islamisierung, wegen dem Heidentum, das einbricht, wir müssen Flagge zeigen. Darum habe ich einen riesen Spruch jetzt hinter drauf. Und einfach, dass man sieht, wir gehören zu einer anderen Welt. Wir gehören zu diesem Erlöser. Wir achten diese Torheit, dass jemand am Kreuz stirbt, verflucht wird als höchste Weisheit. Und das, was hier passiert ist, das sieht man hier. Man kann das eigentlich sich gar nicht richtig vorstellen. Wisst ihr, weil hier passiert eigentlich etwas. Offenbarung 13, Vers 8 sagt,
Das Opfer Jesu ist seit Grundlegung der Welt. Entschuldigung, was ist hier passiert in diesem Kreuz? Ist das nicht so, wie man es uns immer erzählt hat, dass hier halt der Herr Jesus gestorben ist und so, wie wir schon als Kinder, wir hatten das ja noch als Kinder, wir hatten noch ein Spruchbuch, wir haben noch die biblische Geschichte gekannt. Heute ist ja ein Neuheidentum. Heute bringen wir nicht jeden anderen Unsinn bei. Aber bei uns war das noch klar. Aber was ist hier passiert? Die Bibel sagt, es ist außerhalb von Zeit und Raum geschehen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was wir jetzt im Psalm 22 lesen, ist zwar körperlich, vermutlich im Jahr 33 nach Christus, vermutlich im April, man weiß es ja nicht. Hier geschehe, reell, aber die Bibel sagt, es war außerhalb von Zeit und Raum. Das heißt, der Herr Jesus hat etwas getan, das können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat außerhalb von Zeit und Raum alle Sünden der Menschheit, alle, die begangen wurden, seit Adam bis zu der letzten Auferstehung, er hat alle Sünde außerhalb von Zeit und Raum auf sich geladen. Er hat alle Strafe, alle Fluch, alle Verdammnis, alles, was Gott strafen wollte, der dreimal heilige Gott vollständig besänftigt. Und wenn es etwas gibt, was ein Mensch zu fürchten hat in dieser Welt, dann ist der Zorn des dreimal heiligen Gottes. Wisst ihr, ich habe schon mal erzählt, das ist ein Missionswerk nur entstanden als eifältige Frau. Die eine war studiert, die war nicht so ganz eifältig, aber auf jeden Fall als Frau am Rand von Darmstadt standen und sah, als Gott es zuließ, dass die alliierten Bomber Darmstadt dem Erdboden gleich gemacht hat, ihre Feuerhölle auf Erden. Da ist ihnen klar geworden, mit dem Zorn Gottes spielt man nicht. Und dieser furchtbare Zorn Gottes, der zu Recht besteht, der hat sich am Kreuz von Golgatha entladen auf eine furchtbare Weise. Man kann es nicht sich vergegenwärtigen. Ich lese uns aus Matthäus 27, bevor wir in der Psalm 22 gehen, ein paar Stellen, ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt! Lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Es geschieht in der sechsten Stunde. Sechs ist die Zahl des gefallenen Menschen. Drum hat der Antichrist die Zahl 666. Acht ist die Zahl der Neuschöpfung. Darum gibt der Name Jesus in der Summe die Zahl 888. Und die Bibel sagt hier in der sechsten Stunde, es geht um den Mensch, um seine Sünde, kam Finsternis. 1. Mose 1 sagt relativ schnell, Finsternis bedeckt dieses Erdreich. Der Mensch ist dem Finsternisfürst, dem Teufel, zum Opfer gefallen. Und jetzt wird beschrieben, als der Jesus am Kreuz vor Golgatha hing, das, was Psalm 22 sagt, das war zwischen der sechsten und der neunten Stunde. Das muss uns klar sein. Das, was wir nachher lesen, ist genau hier passiert. Und hier ist etwas so Furchtbares passiert, dass der, der kein Anfang und kein Ende hat, der im Zustand beim Vater im Himmel war, ich sag's mal so, wenn es die totale, die perfekteste Herrlichkeit und Gemeinschaft gibt, dann war das, was zwischen dem Vater und dem Sohn war, und das ist diese Lichtswelt, die man nicht beschreiben kann. 1. Timotheus 6 beschreibt sie, aber ein Mensch kann sie nicht fassen. Was dort passiert ist in dieser Lichtswelt, das können wir uns nicht vorstellen. Das ist so Herrlichkeit. Und dann verlässt dieser Sohn Gottes diese Lichtswelt. Und jetzt kommt etwas, diese ungetrübte Gemeinschaft. Das war nicht ewig, das war mehr wie ewig, es war ohne Zeit. Jetzt wird die plötzlich unterbrochen. Warum schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Und dann, er schreit, gibt der Geist auf, er stirbt wirklich. Und dann zerreißt im Tempel der Vorhang von oben nach unten. Das heißt, der Weg zu Gott ist jetzt frei. Hebräer 10, 19. Die Bibel sagt, sein Leib war der Vorhang, der zerrissen wurde. Und durch das geht er ins innerste Heiligtum ein. Und um das alles zu schaffen, diese vollkommene, perfekte Erlösung, musste das geschehen.
was im Psalm 22, in diesem Psalm, der ungeheuer ist, geschehen ist. Er fängt an schon in der Überschrift, dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte. Das heißt, ein Vorsänger, man muss das die anderen Leute sagen. Man muss es ihnen vormachen, vorsingen, vorsagen, predigen. Hindin ist eine Hirschkuh, ein weibliches Tier, das deutet auf die Geburt hin, auf Wiedergeburt. Morgenröte, das die Sonne der Gerechtigkeit, dass etwas Neues anbricht. Morgenröte zeigt einen neuen Tag. Morgenröte zeigt Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus kommt. Hier geschieht die Rettung. Bild schon auf die Wiedergeburt, aber es muss durch das gehen, was hier die Bibel sagt. Und das ist der Blitzschlag gewesen über diese furchtbare Leidenszeit Jesu. Es war der Blitzschlag, nämlich mein Gott, was hast du getan? So könnte man sagen. Er sagt, was hast du getan, Vater im Himmel? Warum hast du mich verlassen? Wisst ihr mal, ihr müsst euch vorstellen, was sich im Geist Jesu abgespielt hat. Warum tust du es? Warum muss es geschehen? Ihr dürft ja nicht vergessen, er ist zwar Gott, aber war als Mensch an diesem Kreuz, hat die gleichen menschlichen Empfindungen wie wir. Und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum tust du das? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und er sagt, warum bleibst du fern von meiner Rettung? Wisst ihr, was hier bei Rettung steht? Yeshua, der Name Jesus. Das bedeutet, er wusste von den Ewigkeiten her, von dieser Lichtswelt, dass man einen Retter braucht, dass der Retter kommen muss. Und er sagt hier glasklar, ich habe keinen. Ist euch das klar? Er sagt hier, warum bist du fern von meiner Rettung und von den Worten meiner Klage? Er hatte keinen Retter. Versteht ihr? Ist der Einzige, der keinen Retter hatte. Ist euch das einmal durch den Kopf gegangen? Der Einzige, der vom Weibe geboren ist, auf diesem gesamten Erdball, der keinen Retter hat, ist Jesus. Wir alle haben einen. Aber er hatte keinen. Weil er musste bezahlen bis zur bittersten Neige. Wisst ihr, mir ist das erst klar geworden. Er hatte ja gar keinen Retter. Er kann hier schreien, wie er will, zum Vater. Der Vater kann ihm keinen Retter geben, weil er es selber ist. Ich glaube nicht, dass der Vater zu ihm geredet hat hier am Kreuz. Sondern er musste das doch leben. Darum schreit er, warum hast du mich verlassen? Der Vater hätte ihm erklären können, du musst es tun, dass die Menschheit gerettet wird, aber du hast jetzt halt keinen. Sondern er zeigt hier, Gott redet nicht mehr zu ihm. Weil Sünde von Gott trennt. Wisst ihr, wenn Sünde schon Menschen in die Hölle bringt, und wenn die Sünde letztendlich der Menschen verdammt, wie viel mehr muss das der Herr Jesus empfunden haben, wenn alle Sünden der gesamten Menschheit punktuell auf ihm drauflagen? Das muss eine Verdammnis gewesen sein, die aller Höllen, Höllenfeuer überschreitet. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da ist was geschehen. Das ist, ich sage mal so, ich bin mir bewusst, mein kleines Hirn kann das nicht fassen. Aber eines ist klar. Er ist der Einzige, der von einer Frau geboren wurde, der keinen Retter hatte. Er sagt, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Wenn wir mal in der Ewigkeit sehen würden, was da Jesus am Kreuz von Golgatha, was da wohl passiert ist, aber wie er zu seinem Vater geschrien hat, keine Antwort. Jesaja 59, Sünde trennt von Gott. Bibel sagt klipp und klar, Gott ist nicht so, dass er dir nicht helfen könnte, aber die Sünde schellt dich aus. Es ist vollbracht. Und er sagt, auch bei Nacht habe ich keine Ruhe. Wisst ihr, Sünde hat immer in sich die Charaktereigenschaft der Ruhelosigkeit, der Verzweiflung. Wisst ihr, wenn ein Mensch mal wirklich von der Sünde zerstört ist, dann hat er nur noch Verzweiflung. Lasst euch doch nicht täuschen von der Lügerei des Teufels, wenn hier Leute rumkommen. Ich habe das immer gesehen im Geschäft. Entschuldigung, wenn ich es immer so deutlich sage. Ich habe immer die frischen, jungen Leute gekriegt. Auf der Bank haben wir früher noch nicht Abi gebraucht, sondern man hat die früher gekriegt. Und da sind sie gekommen, meistens mit 15 oder mit 16. Blühende junge Menschen. Ich habe oft gedacht, guck mal, wie unverderbt. Da waren wir mit 15 nicht wie heute schon verderbt. Da war eine gewisse heile Welt. Und da sind sie gekommen, waren irgendwo, haben sie ausgeschrahlt, diese Unschuld, diese Kindlichkeit noch. Und dann sind sie im dritten Lehrjahr nach Stuttgart gegangen bei uns. Und wenn sie dann zurückgekommen sind, dann hast du gesehen, nichts mehr da. Regel ohne Ausnahme.
Verderbtheit. Und wenn du das einmal siehst, wie der Mensch dann verderbt wird. Und je weiter das geht, je älter er wird, kommt diese Verderbnis immer stärker. Und irgendwann ist er im Alter, das ist ja das, was wir bei Männern haben, die Frauen übrigens auch, die Midlife-Crisis nennt, plötzlich merken sie, das ist ganz einfach, Midlife-Crisis, ich habe was verpasst. Und dann versuchen sie mit aller Gewalt, das zu holen, was sie nicht haben. Und weil sie am Teufel in die Falle gehen, der sie anlügt, kriegt sie es wieder nicht. Sie geht wieder der Bach runter, sagt man im Volksmund. Sie geht kaputt. Und am Schluss bist du verzweifelt. So wie ein Stalin, dass du niederkniest, um Stühle, um Vergebung deiner Sünde anbettelst. So weit kommst du dann. Wisst ihr, und es rentiert sich zu gucken, wie auch die großen Herrscher dieser Welt gestorben sind. Ist aber nichts Schönes. Sünde ist etwas Furchtbares. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch vorstellen, er, der von keiner Sünde wusste, er, der im völligsten Gehorsam dem Vater gedient hat, wenn es jemals eine Person in diesem Universum gab, der nie eine Strafe verdient hat, der Perfekte, der Totale, der Absolute war, dann der Sohn Gottes. Und der hängt jetzt am Kreuz und jetzt geht dieser Fluch alles unseres Ungehorsams, aller unserer Sünde, aller Dreck des Teufels geht über ihn drüber und zerstört ihn am Kreuz von Golgatha nach Geist, Seele und Leib, sodass er rufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doppeltes Zeugnis. Ich weiß nicht, was hier im Herr Jesus sich abgespielt hat. Aber du bist heilig, sagt er dann in Vers 4. Er sagt klipp und klar, deine Heiligkeit erfordert es. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich hatte mal eine Kollegin, die ist bis heute nicht bekehrt. Eigentlich tut es immer leid. Die hat immer so die Hoffnung gehabt, sie überlebt die Endzeit und kann sich ins tausendjährige Reich reinmogeln ohne Bekehrung. Hat sie immer geglaubt. Da muss man mal sagen, Leute, wie dumm seid ihr eigentlich? Wisst ihr, aber hier siehst du etwas. Gott ist heilig. Du kommst ihm nicht davon. Du kannst dich nicht durchmogeln. Du bist in der Falle. Glaubt ihr im Ernst, dass man mit Gott handeln kann und dass er fünfe gerade sein lässt? Glaubt ihr im Ernst, dass Gott fünfe gerade sein lässt und uns durchrutschen lässt, wenn er in seiner Heiligkeit sein geliebter Sohn, der bei ihm war, so furchtbar demütigen, es war ja Demütigung ohne Ende, und ihn so furchtbar leiden und zerstören musste? Glaubt ihr, dass Gott dann irgendeinem kleinen Sünder einfach sagt, oh ja, fünfe gerade? Na, ausgeschlossen. Entweder durch Jesu Blut gerettet oder verloren. Gibt's gar kein Wenn oder Aber. Wisst ihr, und hier der Jesus empfindet dann am Kreuz vor Golgatha, es ist die Heiligkeit Gottes. Es ist dieser heilige Zorn, dieses dreimal heilige Gottes, von dem die Bibel auch im Alten Testament sagt, er ist so heilig, es ist so furchtbar, diesem Gott zu begegnen, dass die Leute schreien, die Berge fallen auf uns. Und es war so schrecklich schon im Sinai, dass diese Leute sich wirklich vergegenwärtigt haben, wehe mir, wenn ich es mit diesem Gott zu tun bekomme. Und da hört dann die Story vom lieben Gott, die Anführungszeichen, auf. Gott ist ein Gott der Liebe, aber nicht ein lieber Gott. Schon Unterschied. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch heilig. Gott ist Geist, Liebe, Licht und das alles vereinigt sich in ihm. Und hier am Kreuz von Golgatha muss der Herr Jesus erleben, was die Heiligkeit Gottes fordert. Und er weiß ja, dass es so ist. Aber weißt du, es ist ein Unterschied, ob du es weißt und ob du es erlebst. Er hat es gewusst, aber jetzt hat er es erlebt. Und nochmals, was mich am meisten erschüttert, die einzige Person, die von einer Frau geboren wurde, hat keinen Retter. Mir ist das früher nie bewusst gewesen, der Herr Jesus hat keinen Retter. Er ist erledigt. Er muss zahlen. Er muss es erleben bis in die letzte Faser seines Geistes, seiner Seele und seines Lebens. Und dann sagt er, oh, du wohnst doch unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Er zeigt hier, wenn das Angesicht Gottes besänftigt wurde, dann konnten die Menschen plötzlich wieder Errettung erwarten. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie. Sie haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schande. Jetzt kommt die Erinnerung, oh, wenn dein Angesicht besänftigt ist, dann rettest du ja die Menschen. Aber dass er uns retten kann, noch Geist, Seele und Leib,
Und das, was der Jesus hier sagt, das ist eine ungeheure prophetische Aussage. Das, was er hier von sich gibt, das ist gigantisch. Mitten in diesem Todeskampf, wo er voll Verzweiflung schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gibt er etwas preis? Man kann das nicht anders sagen, gibt etwas preis. Er sagt, ich sage es mal in meinen Worten, eigentlich ist klar, du bist heilig. Und wenn hier Rettung geschehen soll, so wie es bei den Vätern war, weil die sind auch aufgrund des Opfers Jesu gerettet, weil sie außerhalb von Zeit und Raum war. Und auch schon beim Abraham war das schon im Hintergrund. Dann sagt er, dann muss ich es wohl tun. Das kann ich nicht vorstellen. Wisst ihr, da werde ich dann fast böse mit dieser ganzen Finsternis, die Leute so einseift und ihnen hier ein, ich sag's mal so, ein seichtes, heidnisches Evangelium anbietet, statt die Leute klar zu machen, was hier passiert ist. Und jetzt kommen wir zu etwas, jetzt geht's, ich sag's mal so, ans Eingemachte. Wie hier schon ein ungeheures Wechselspiel in dem Psalm. Also nochmal, ist zwischen der 6. und der 9. Stunde. Ein ungeheures Wechselspiel, außerhalb von Zeit und Raum, nicht vorstellbar für uns. Da ist das, dass der Herr Jesus bei ihm blitzt es auf. Du bist heilig, es muss geschehen, dass die Menschen gerettet werden können. Auch selbst, was die Alten erlebt haben, es muss geschehen. Aber ich, Elender, ich muss es tun. Die haben alle dann später einen Retter. Ich habe keinen. Das müsst ihr euch vorstellen, das spielt sich hier ab. Jetzt sagt er etwas. Das hat mich mit dem Meister erschüttert. Oder verwundert ist vielleicht der bessere Ausdruck. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Da benutzt er das Menschenwort. Es gibt zwei Worte für Mensch im Hebräischen. Das eine Wort ist Adam, das ist der Mensch generell. Und Enosch ist der böse Mensch. Er sagt hier, ich bin kein Mensch mehr. Er sagt aber gleichzeitig, ich bin kein Enosch. Er sagt damit indirekt, ich muss das gar nicht tun. Ich habe keine Sünde. Es ist nicht wegen mir, sondern wegen euch. Und er geht hier so weit, und jetzt kommen wir zu etwas, das ist furchtbar. In Johannes 19, Vers 5 sagt Pilatus, klipp und klar, siehe der Mensch. Wisst ihr, das Deutsche, die deutsche Übersetzung, welch ein Mensch und ähnliches. Da steht ganz einfach, siehe der Mensch. Er sagt hier plötzlich, der nur von der Intrige umgeben war, und wer mal die römische Geschichte in Sueton oder etwas gelesen hat, oder der Flavius Josephus, der weiß, was ich meine, der eigentlich nur Raubtiere und bösartiges, ich sag's einmal, Gewürm und Getier um sich hatte, die sich Menschen nennen, der sieht das erste Mal einen Mensch, der keine Sünde hatte. Und der sagt, als der Jesus sieht, siehe, der Mensch. Vielleicht muss man so aussprechen, siehe, der Mensch, das ist ein wirklicher Mensch, das ist ein echter Mensch. Und dann geht der Jesus hin und sagt, ich bin kein Mensch mehr. Und jetzt sieht man etwas, und das ist vielleicht der Punkt, wo wir uns klar werden müssen. Der Jesus wurde im Kreuz von Golgatha zerstört, weil die Sünde in sich zerstörerische Wirkung hat. Die hat etwas in sich, das kannst du nicht erklären. Die zerfrisst dich nach Geist, Seele und Leib und macht dich kaputt. Das ist einfach Fakt. Auch den Frommen. Wisst ihr, wenn der Fromme nicht sauber lebt vor Gott und in Sünde ist, dann zerfrisst den genauso. Es zerfrisst jeden Menschen, jeden. Und jetzt kommt etwas, und das darf man nicht unterschätzen. Ich bin früher ein Fußballspieler und Skirennläufer gewesen. Und ich weiß, von was ich rede. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Wisst ihr, immer wieder habe ich das erlebt, dass sich Menschen an anderen im Spott geweidet haben. An ihrer Schwäche. Jetzt war da doch so jemand, der alkoholanfällig war. Dann haben sie den nur mit Absicht betrunken gemacht, um sich an seinem Elend zu weiden. Und die Leute am Kreuz von Golgatha, die haben sich geweidet am Elend Jesu. Und ich sage euch eines, eine Kreuzigung, man sagt, oh, Kreuzigung ist nicht so schlimm, wenn man dir die Haut bei lebendigem Leib abzieht, ist schlimmer. Nein, ist nicht schlimmer. Die schlimmste Form des Todes ist die Kreuzigung. Wisst ihr warum? Da passiert etwas, du wirst nicht nur furchtbaren Schmerzen ausgesetzt, wir sehen das nachher, wo er sagt, mir ist alles ausgeringt, allein durch das Aufrichten des Kreuzes reißt dir schon alle Gelenke aus der Pfanne, da ist also sowieso schon ungeheure Schmerzen, aber da ist etwas, es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein furchtbar qualvoller
Tod, und zwar eine Mischung aus Erstickungstod und letztendlich ein Tod durch Schmerzen und durch Elend. Und das ist so. Immer, ihr müsst euch das vorstellen, wenn der am Kreuz sich aufrichtet, um Luft zu kriegen, und der muss sich aufrichten, dass er Luft kriegt, wenn er kriegt, er erstickt sonst sofort, ist er wieder in diese auseinandergerissene Gelenke gefallen. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist, jeder Atemzug war die Hölle. Wenn man die Haut runterreißt, wenn sie runter ist, bist du tot. Es war furchtbar, aber dann ist rum. Am Kreuz ist halt nicht rum. Und es ging von der 6. bis zu der 9. Stunde. Was hier passiert ist, man kann sich das nicht vorstellen. Und jetzt zählt die Leute diese Qual. Und sie haben ihn verspottet. Und zwar, sie haben sich ja dem geweidet, sie haben ihn verachtet. Das ist auch das Phänomen der Sündenatur, wenn ein Unfall ist und zum Beispiel jemand hat Glieder verloren, liegt in seinem Blut, dass die Leute dann nicht mehr weggehen können. Sie müssen das anstarren. Das ist Sündenatur. Und hier ist etwas passiert. Gott, und das ist das, was man kaum fassen kann, Gott gibt seinen Sohn dem Spott und der Verachtung der Menschen preis. Das ist unfassbar. Er sagt, Vers 8, jetzt überlegt mal, was hier steht. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf, schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Jetzt kommt dieses Furchtbare. Sie wissen auch, dass nur Gott retten kann. Das wissen die, so dumm sind die nicht. Also so dumm sind die nicht. Da steht im Hebräischen das Wort Nazal bei 9, das ist das gleiche wie Ruomai im Neuen Testament. Alttestamentlich und Neutestamentlich hat andere Worte für Rettung. Und da ist immer die Rettung aus der Not, aus der Situation. Die wissen auch, dass Gott ihn retten könnte. Aber was sie nicht wissen, dass der einzige Retter am Kreuz hängt. Gott kann ihn gar nicht retten. Ist euch das klar? Gott kann ihn nicht retten, weil er das bezahlen musste, sonst hätte er kein anderer retten können. Das haben die nicht geblickt, dass der, wo da hängt, den kann Gott nicht mehr helfen. Wisst ihr, merkt ihr, was für ein Unverständnis über das Kreuz eigentlich auch bei den Leuten ist. Und jetzt geht der Herr Jesus hin und sagt etwas in Vers 10. Das ist völlig unverständlich, oder? Sie verspottet ihn, sie sagen, sag doch zu Gott, er soll dich retten. Er weiß, dass er nicht gerettet wird, weil er der Einzige ist, der retten kann. Und jetzt sagt er plötzlich, ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Das sind Szenen, die wir nicht kennen. Szene der Jugend Jesu. Ich lese gerade ein Buch von dem alten Patriarch von Jerusalem. Also Patriarch sage ich jetzt in Anführungszeichen, er war kein Patriarch. Ich sage es, für mich ist er ein geistlicher Patriarch. Das ist der Ludwig Schneller, der in Jerusalem gelebt hat und die ganze Orte der Bibel auf dem Pferd durchritten hat und dann beschrieben hat, was hier passiert ist. Und er beschreibt zum Beispiel die Jugend Jesu. Er sagt, Leute, ihr müsst euch etwas klar sein. Er ist zwar in Bethlehem geboren, er ist aber in Nazareth aufgewachsen. Und er sagt, Nazareth war eine furchtbare Stadt. Drum sagt die Bibel, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Er sagt, wenn die Wunder geschehen wären, hier, die in Nazareth sind, bei Sodom und Gomorra und Ähnlichem, er sagt, dann vielleicht wäre die aufgewacht, aber Nazareth doch nicht. Das war furchtbar. Er hat den Dreck der Sünde von der ersten Minute an gesehen. Und er war von der ersten Minute als Kind schon darauf angewiesen, mit seinem Vater im Himmel diese herrliche Gemeinschaft zu haben, dass er das überhaupt überlebt hat. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir wissen von der Jugend Jesu nichts als solche Andeutungen. Er sagt, du warst es, der die Geburt bewirkt hat, diese Jungfrauengeburt. Ich bin von der ersten Minute an auf dich geworfen gewesen. Ich habe dich gebraucht von der ersten Minute an. Was sich zwischen Vater und dem Sohn abgespielt hat, solange der Jesus ein Kind war und bis er 33 Jahre alt war, wissen wir nicht. Ist auch gut so. Aber es deutet hier etwas an, dass das herrlich war. Und er schreit jetzt am Kreuz, das war doch herrlich schon als Mensch. Er geht gar nicht auf die Herrlichkeit in dieser Lichtswelt. Das will er ja gar nicht mehr. Er wäre schon zufrieden am Kreuz, wenn es nur diese schöne Gemeinschaft wäre, die er als Mensch hatte mit dem Vater.
Und jetzt sagt er etwas, und das muss man einfach nüchtern sehen. Drangsal ist nahe. Er sagt, jetzt passiert's. Und jetzt sagt er, kein Helfer ist da. Sünde macht völlig hilflos. Sünde zerstört vollkommen. Und ihr müsst es einfach euch nüchtern vergegenwärtigen. Ihm ist jetzt klar, für mich gibt es keine Rettung. Für mich gibt es keinen Helfer. Für mich gibt es niemand, der mir helfen wird. Ich werde hier jämmerlich zugrunde gehen. Und jetzt erklärt er etwas, was wir nicht wissen. Die Bibel beschreibt es sehr keusch. Aber hier am Kreuz von Golgatha, Psalm 22, zieht er den Vorhang zu der Transzendenz hinweg und sagt, es umzingeln mich große Stiere, mächtige Stiere von Bashan, umzingeln mich. Er beschreibt hier, und drum war hier Finsternis. Schneller hat zum Beispiel nachrechnen lassen oder nachgesehen, ob hier Sonnenfinsternis war. Nö, war keine. Es war keine Sonnenfinsternis zu der Zeit. Es waren die Finsternismächte, die da waren. Da war nichts nachweisbar. Sondern da kam die gesamte Hölle. Ich bin überzeugt, dass kein Dämon auf der ganzen Erde in diesen Stunden vor 6. bis zur 9. Stunde woanders war als ums Kreuz vor Golgatha. Satan hat alle Mächte aktiviert. Er sagt, sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Herr Jesus konnte die sehen, das konnte die andere nicht sehen. Er konnte von seiner Fähigkeit her, konnte er sehen, wie die Dämonen kommen. Unvorstellbar. Müsst ihr euch mal vorstellen, er hat gesehen, wie die gesamte Hölle auf ihn losgeht am Kreuz. Der Zorn Gottes des Vaters war schon schrecklich. Diese Qualen menschlich waren schrecklich. Und jetzt lässt man noch die gesamte Hölle auf ihn los. Unvorstellbar. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, was bin ich für ein elendes Geschöpf? Ich kann nicht einmal die einfachsten Dinge verstehen. Da ist so Gewaltiges geschehen. Da muss ich sagen, Herr, wie dankbar bin ich, dass du in der Bibel wenigstens Teile mir geoffenbart hast. Aber ich befürchte, dass es noch viel, viel schrecklicher und katastrophaler war, als hier beschrieben. Ich glaube, das ist geil, dass wir das überhaupt ertragen könnten, wenn es Gott anders beschreiben würde. Und dann sagt er, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Wisst ihr, der brüllende Löwe, der Teufel geht um ihn her. Alle Dämonen, alle Finsternismächte. Und er sagt, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Wisst ihr, was ist, wenn Wasser ausgeschüttet ist? Ist weg. Verloren. Er empfindet die Verlorenheit, wie wenn Wasser ausgießt. Ist weg. Er empfindet sein Leben, es wird alles ausgegossen, alles zerstört. Und dann sagt er, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Und hier haben wir etwas. Ich habe einen Übersetzer, der relativ tief ins Hebräische reingeht, der sagt, meine Knochen bersten auseinander. Mir hat mal erklärt, wo ich meine Spondylitis, diese Krankheit hatte, warum ich Morphium nehmen musste. Man hat mir erklärt, dass die Schmerzen im Knochengerüst, wenn sie auf die Nerven treffen, so furchtbar sind, dass wenn ich kein Morphium nehme, dass ich verrückt werden würde. Sie haben gesagt, es hält keiner aus. Jetzt sagt er hier, meine Gebeine sind ausgerenkt, scheinbar im Hebräischen stark diese Tendenz, zerbersten. Das sind Schmerzen menschlich, das können wir uns nicht vorstellen. Jetzt geht er hin, das Herz, Vers 15, und das ist ein ganz zentraler Punkt, das Herz, das dem Vater zu Füßen lag, das immer in völliger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, war. Er sagt, es ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Das heißt, er hat den Eindruck, sein Herz löst sich auf. Muss ich mir vorstellen. Wieso, wenn das einer von uns sagt, den Schmerzer, ich weiß, was Schmerzer heißen. Ja, da habe ich Verständnis. Aber der Sohn Gottes, der vor keiner Sünde getrübt ist, der in herrlicher Gemeinschaft auch als Mensch das erlebt hat, wenn der Vater und er in Gemeinschaft sind, ohne Sünde, er hat den Eindruck, sein Herz schmilzt weg, löst sich auf. Soll ich vorstellen? Er hat den Eindruck, das Organ, mit dem ich mit dem Vater Gemeinschaft habe, löst sich auf. Das ist mehr wie mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, es ist aufgelöst, es ist weg, es ist kaputt.
keine Gelegenheit mehr. Er sagt praktisch, meine Basis, mit dem Vater in Gemeinschaft zu treten, ist weg. Ist er? Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Das ist klar. Er musste den Lebensdurst der Menschen. Die Sünde erzeugt immer Lebensdurst. Ich habe die Leute schon oft gesagt, auch seelsorgerlich, wenn sie sagen, oh, wenn der Herr nur noch einmal helfen würde, dann sage ich, du, das ist ganz einfach. Er hilft dir und ein paar Tage später ist wieder ein Problem. Und dann kommst du wieder und schreist wieder, oh, wenn er mir noch einmal helfen würde und nochmal helfen und nochmal helfen. Lebensdurst ist etwas Furchtbares. Und das erlebt der Jesus. Drum klebt seine Zunge an seinem Gaumen. Wisst ihr, er sagt, meine Kraft ist vertrocknet. In Johannes 3, 34 heißt es, dass er der Geist nicht nach Maß hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Jesus hatte den Heiligen Geist in absoluter Fülle. Er hatte voll Zugriff auf die totale Kraft Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr sich vorstellen? Er hatte absoluten Zugriff auf Gottes letzte Kraft. Jetzt hängt er am Kreuz und sagt, meine Kraft ist vertrocknet. Wie eine Scherbe. Er merkt plötzlich, selbst dass er, der Heilige Geist, ohne Maß hatte, ist hier am Kreuz vor Golgatha ausgeschaltet. Wie das genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber er sagt, meine Kraft ist weg. Und meine Zunge klebt in meinem Gaumen. Er, der selber das Wort Gottes ist. Wisst ihr, er, der geredet hat und die Menschen sind erschüttert gewesen. Ich weiß nicht, ob er bewusst ist, was der Herr Jesus von seiner Rede her bei den Menschen bewirkt hat. Er hat bewirkt, dass die größte Sünderin, die im Ehebruch gelebt hat, keusch wurde. Er hat bewirkt, dass die verheucheltsten Pharisäer von ihrem Gewissen überzeugt rausgegangen sind. Johannes 8. Wenn er geredet hat, sind die Menschen erschüttert worden bis aufs Blut. Dass Betrüger wie der Matthäus angefangen haben, plötzlich ehrlich zu werden. Und jetzt sagt er, meine Zunge klebt am Gaumen. Ich kann nichts mehr tun. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich sag's mal ganz, ganz ungeschützt. Vielleicht war das mit das Furchtbarste. Er, der der Erlöser war, der einen Auftrag hatte. Er weiß plötzlich am Kreuz von Golgatha, durch diese Strafe, durch das, was jetzt passiert ist, bin ich auch von dem Dienst her erledigt. Ich kann nichts mehr tun. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Und dann empfindet er es so, dass er sagt, weil eben der Lohn der Sünde der Tod ist, du legst mich in den Staub des Todes. Er empfindet es jetzt, wisst ihr, und jetzt sage ich es mal so. Was ist denn Staub des Todes? Die Bibel sagt klipp und klar, dass der Jesus der Fürst des Lebens ist. Er war das Leben in Person. Und plötzlich kommt er mit etwas in Berührung, das er nicht kannte, der Tod. Und er sagt jetzt, und das müsst ihr euch vorstellen, der Mann ist am Verhungern, am Verdursten, also eher verdurstet, weil er ist hier systematisch zerstört worden. Darum geben sie ihm auch was für den Durst, er ist hier systematisch zerstört worden. Und dann sagt er, der Staub, der jetzt um mich rum ist, dieser Todesstaub, das ist wie echter Staub. Damit sagt er, und Staub in so einem Land erzeugt noch mehr Durst. Er empfindet also den Tod wie Staub, dass sein Durst noch verstärkt, noch radikaler ist. Wisst ihr, ich habe immer den Eindruck, wenn ich das so lese, als würde das immer noch stärker und noch radikaler und noch furchtbarer. Und jetzt sagt er wieder zwischendurch, wisst ihr, das ist ein Wechselspiel. Er, der Fürst des Lebens, lernt hier den Tod kennen. Jetzt kommt ein Wechselspiel. Hunde umringen mich. Wisst ihr, was Hunde sind? Ich habe einen Hund gehabt, 15,5 Jahre lang. Ich weiß, was ein Hund ist. Hund ist ein unreines Tier. Wenn der Hund für dich gewinnen will, musst du ihm ins Maul spucken. Wo sich jeder normal eckelt, aber mit dem gewinnst du. Hunde sind unreine Tiere. So nett Hunde sind, sie fressen jeden Dreck. Wisst ihr, und ich habe nichts gegen Hunde. Wisst ihr, wenn ein Mensch einen Hund trifft, treffen zwei Unreine sich. Versteht ihr? Und der Hund ist ein armes Geschöpf, er hat keine Reinigung, aber ich habe sie. Aber ich sag's jetzt mal so, er empfindet das, jetzt kommt Dreck. Jetzt kommt Unreinheit. Jetzt kommen Hunde. Jetzt werde ich umzingelt. Jetzt wird der Dreck und das Teuflische, das Unreine über mich ergossen. Er sagt, der ganze Rotte von Übeltätern, es waren Dämonen ohne Ende, die ihren ganzen Dreck über ihn ausgegossen haben. Und er, der mit
hier mit seinen Händen und mit seinen Füßen wirklich gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Der das Beispiel gebracht hat, das verlorene Schaf auf der Weide, der dem Sünder nachgeht, jetzt bewirkt es, dass er das nicht mehr kann. Seine Hände sind angenagelt und seine Füße. Und das steht wieder im Hebräischen, ich habe das von diesem etwas extremer Übersetzer, der sagt, Hände und Füße sind zerfetzt. Wieder das Knochenproblem. Ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, was hier, außer die geistliche Qual, was hier auch menschlich für Qual auf diesen Mann, der am Kreuz hängt, und war immer noch ein Mensch, das darf man nicht vergessen. Er ist Gott, aber war immer noch ein Mensch. Von der ganzen Empfindung her, hat das als Mensch erlebt, was hier passiert ist. Er geht so weit, dass er sagte, Vers 18, jetzt kommen wir. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Wieder dieser Dreck. Habt ihr das Wechselspiel gesehen? Verzweiflung, Kampf, Ergriff der Finsternismächte, Lästerung der Menschen, ausgeliefert sein. Wisst ihr, das ist wie ein Wechselspiel, wie Wellen, die sich dauernd am Kreuz von Golgatha von Stunde zu Stunde wiederholt haben. Sie teilen meine Kleider unter sich. Eine Schwester, die im KZ war und dann gedemütigt wurde, sich nackt ausziehen musste, die gläubig war, sagte in dem Moment zu ihrer Schwester, ich habe ihm noch nie gedankt, dass er nackt am Kreuz war. Könnt ihr euch das vorstellen? Die letzte Demütigung. Die Juden hatten ein hohes moralisches Empfinden. Selbst wenn du nicht mit der Oberbekleidung bekleidet warst, sagt man, du bist entblößt. Und der muss hier nackt vor den Leuten am Kreuz hängen. Wisst ihr, die schönen Bilder mit Lendenschutz, die gibt's nicht. Das heißt, er hat die letzte Demütigung, die ein Mensch erleben kann, hier ertrage. Sie werfen das Los über mein Gewand. Sie tun, wie wenn sie das Recht hätten, ihn so darzustellen, und sie verlosen sogar sein Gewand. Jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, was in dem Geist des Menschen Jesu sich hier abgespielt hat. Verdammnis, Gottesferne, Fluch, Demütigung, Ergriff der Finsternismächte. Wisst ihr, das sind ja, ich sag's mal so, das sind ja wie wenn Bataillone von Höllenkräften auf ihn losgegangen werden. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und dann kommt wieder der Schrei 20. Du aber, Herr, sei nicht ferne. Oh, meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Kann er nicht. Weil der Einzige, der retten kann, am Kreuz hängt, ist er selber. Das ist ja das Furchtbare. Für ihn gibt's hier keine Hoffnung. Er muss es doch leben. Weil er einen Auftrag hat. Er schreit zum Vater, er rette meine Seele von dem Schwert. Und da steht Nasal, das ist das Wort für, rette mich aus der Not, aus der Situation. Meine Einsame, er sagt, er ist hier einsam, vor der Gewalt der Hunde, vor der Gewalt dieser Dämonen, die ihn mit Dreck überschüttet. Er rette mich aus dem Rachen des Löwen, aus dem Teufel, der hier vor ihm wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber es muss furchtbar gewesen sein. Und jetzt geht der Todeskampf vom Kreuz von Golgatha zu Ende. Und jetzt passiert eigentlich was katastrophal Schönes. Wunderbar schön. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern des Büffels. Ich vermute das, kurz bevor er gerufen hat, es ist vollbracht. Jetzt war der Kampf gekämpft. Jetzt weiß er, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt zieht wieder meine Erlösertätigkeit. Jetzt kann der Vater mich auferstehen lassen. Jetzt werde ich auferstehen. Der Vater hat ihm das Recht gegeben zu auferstehen. Jetzt kommt in der Person Jesu der Blick für den Sieg. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Ja, plötzlich ist für mich Jesus klar. Das gewaltige Geschehen muss den Menschen verkündigt werden. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Da muss er durch gewesen sein. Ein Mensch, der am Kreuz hängt und diese Finsternismächte erlebt und diese Demütigung und diese Schande und diesen Fluch und alle Sünde dieser Welt auf sich hat, der kann nicht loben, es sei denn, er ist durch. Ich vermute, dass das Bruchteile Sekunde war, wenn man hier von Sekunde reden kann, wie es war, außerhalb von Zeit und Raum. Kurz bevor das, es ist vollbracht, geschah. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Und jetzt erklärt er, was dieses am Kreuz vor Golgatha bewirkt hat. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen.
Er sagt nicht mein Elend. Versteht ihr? Das sagt er nicht. Kann er nicht sagen. Weil Gott konnte ihm nicht helfen. Gott musste ihn das erleben lassen. Er hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, vom Elender. Vor ihm hat er es verborgen. Aber jetzt ist er durch. Jetzt sagt er, jetzt ist die Erlösung da. Als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Wenn du im Namen Jesu ehrlichen Herzens betest, erhört Gott deine Gebete um des Blutes Jesu willen. Wisst ihr, was der Grund ist, warum das Gott kann? Das war das Kreuz. Das war das, was wir gerade gelesen haben. Von dir soll mein Loblied handeln, in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Und die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Er sagt, euer Herz, sein lebt ja sowieso ewiglich. Jetzt ist die ewige Erlösung hier kurz vorm Durchbruch. Jetzt beginnt der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha einen Jubelruf. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht sehen wir das, was am Kreuz von Golgatha am Schluss war, falsch. Wir glauben ja immer bis zum Schluss nur Elend. Die Bibel sagt hier, da war ein Durchbruch. Ungeheure Art. Darum werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Da steht Heiden, Goyim. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erden. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden sich alle Knie beugen, die in den Staub hinabfahren. Jetzt plötzlich hat er am Kreuz vor Golgatha, dann müsst ihr euch vorstellen, hat er die Vision, dass er als der Herr, der Herrin, der König im tausendjährigen Reich herrschen wird und alle Knie sich vor ihm beugen und dass er Herrscher dieser Welt sein wird. Muss ich mal vorstellen, am Kreuz vor Golgatha. Er sagt, das sind die Leute, die ihre Seele nicht lebendig halten konnten. Dann wird auch diese Auferstehung geschehen. Dann sagt er, dann geschieht dieses tausendjährige Reich. Und jetzt bringt er am Schluss etwas und jetzt sind wir alle dran. Wisst ihr, das alles ist geschehen, dass Vers 31 und Vers 32 geschehen konnte. Geschwister, lasst uns das Evangelium nicht so billig sehen. Er sagt hier, ein Same wird ihm dienen. Der Same des Weibes, der Herr Jesus hat das getan, was im Psalm 22 steht. Und er hat ein neues Same geschaffen, die Wiedergeborenen. Und jetzt sagt er, dieser Same wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden Kinder Gottes heißen. Jetzt bricht es völlig durch. Jetzt sagt er, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen. Warum sagt er nicht meine Gerechtigkeit? Ist klar. Er ist noch nicht tot. Der Sohn ist der Sünde Sold. Er musste noch sterben. Drum sagt er, sie werden seine Gerechtigkeit verkündigen. 2. Korinther 5,21. Gott hat den, der vor keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das meint er. Er sagt, dann werden sie plötzlich die Gerechtigkeit Gottes verkündigen. Komma, nämlich ihn selber. Und dann sagt er, es wird ein Volk geben, dem Volk, das geboren wird, die Wiedergeborenen. Und die haben nur eine Botschaft. Was wird diesem Volk gepredigt? Es ist vollbracht. Und das ist diese große Botschaft der Erlösung, das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha. Es meine und deine Sünde hinwegwischt, das meine und deine Sündenatur bricht, das mich und dich elende Sünder in den Himmel bringt. Das ist geschehen, es ist vollbracht. Wisst ihr, jetzt kündigt er an, dass es vollbracht ist. Ich vermute, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich vermute, dass in dem Moment, wie das in seinem Herzen aufbrach, dass er es vollbracht hat, dass er im Bruchteil einer Sekunde gerufen hat, es ist vollbracht und tot war. Jetzt können wir sagen, wie geht's dann weiter? Ganz einfach. Er geht ins Totenreich. Der Teufel versucht, das zu tun, was er mit jedem Menschen tut, der stirbt. Er versucht, ihn zu packen und im Tod zu halten, aber es geht nicht. Kolosser 1,13, Kolosser 2,13 und Folgeverse lässt es in Ruhe. Er entwaffnet den Teufel, nimmt ihm jede Macht weg. Er triumphiert, steht aus den Toten auf, durchschreitet die Himmel bis ins innerste Heiligtum, legt sein Blut auf den Sühnedeckel und steht vor Gott, dem Vater, jetzt da als der Retter. Der, der kein Retter hatte, ist jetzt der Retter dieser Welt. Schon im Alten Testament bei Josef steht, Zaphnat Paneach, Retter der Welt.
Und Gott hat nur eine Botschaft. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott einen Umweg oder einen Trick zulässt, nachdem er das über seinen Sohn hat ergehen lassen, dass Gott nicht darauf besteht, mit letzter Konsequenz, das ist der einzige Weg. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Wisst ihr, was heißt? Alle anderen Wege, alle anderen Religionen sind vom Teufel. Der Kampf der Endzeit wird um eine einzige Frage gehen. Jesus allein oder nicht Jesus allein? Das garantiere ich euch. Jetzt kommt etwas. Wenn ein Herz, ein einfältiges Herz, da brauchen wir keine große Erkenntnis, keine große Intelligenz, da brauchen wir nur ein einfältiges Herz Gott gegenüber. Wenn ein Herz das begreift, dann kann er nur noch ein einziger Gedanke in seinem Schädel haben. Und der lautet, Jesus allein. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind erschüttert und können es nicht verstehen, was hier passiert ist. Wir sind geistlich nicht in der Lage, es in der Tiefe zu erfassen. Ich möchte einfach danken, dass du in deiner Gnade es hast, durch den Heiligen Geist gegeben, dass es in der Heiligen Schrift so beschrieben wird, dass wir armselige und elende Menschen es fassen können. Auch wenn wir nicht in der Tiefe begreifen können, was du getan hast, wir beugen unsere Knie schon jetzt vor dir und beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, dass du bereit warst, das zu tun. Wir wissen nicht, ob du es gewusst hast, als du schon diesen Ratschluss der Ewigkeit mit dem Vater besprochen hast, ob du es schon erahnen konntest, was über dich ergehen wird, aber du hast es getan. Wir beten dich an. Wir beten dich an und danke dir, dass du es getan hast, dass du dein Blut vergossen hast, dein Leib hast sprechen lassen unter diesen furchtbaren Umständen und dass du verstanden bist und dass du lebst. Und jetzt hilf, dass wir unser elendes kleines Leben als wahres Dankopfer dir auf den Altar legen und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Du bist es wert. Alle sollen dich anbeten, so wie es in Offenbarung 5 geschrieben steht, und sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.